Da hinten, wo die neuen Bäume gepflanzt wurden, da stand vorher die dicke Eiche. Es waren allerdings mehrere Eichen, die hier irgendwo auf dem Gelände standen. Das ist ja halt ein alter Resthof. Ich finde halt immer ganz schön, dass die Möbel dahin kommen, wo sie, also dass die Möbel dahin zurückkommen, wo sie mal gewachsen sind. Das ist einfach auch was ganz Besonderes für mich. So, dass ich auch, der Piet ist ganz fleißig dabei, uns zu helfen, und das macht einfach was. Ist einfach was ganz Besonderes. Ja, genau vor einem Jahr, am 3. November letzten Jahres, habe ich hier einen ganzen Anhänger voll Holz abgeholt. Beim lieben Piet und der lieben Petra. Da haben wir noch hier mit dem Teleskoplader das ganze Holz aufgeladen. Die kamen dann danach zu uns und haben das gemeinsam mit Mitarbeiter gesägt. Und ja, in der Zwischenzeit ist das Holz getrocknet. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen einen schönen Tisch gebaut, verschiedene Wandbilder. Und das restliche Holz, was quasi über ist, haben wir jetzt hier ins Lager genommen. Auf dem Resthof ist genug Platz. Und jetzt werden Ideen gesammelt für die nächsten Projekte. Und ich bin ganz gespannt, wie nachher der Tisch ankommt. Ja, nachdem es abgeholt wurde im November, haben wir dann im Dezember einen Sägetermin gefunden, wo alle Zeit haben. Das Holz haben wir abgeladen und dann bei uns auf dem Hof nochmal gründlich gewaschen, um wirklich die allerletzten Steinchen aus den Wurzeln zu kriegen. Aber auch die normalen Stämme werden wir uns eigentlich immer vorgewaschen, um einfach eine möglichst hohe Sägebandstandzeit zu gewährleisten. Ja, jetzt sieht man hier noch so einen ganz krummen, also eben war ja die Wurzel zu sehen. Dann haben wir so einen ganz krummen Onkel da gehabt, daraus sollte die Tresenplatte entstehen. Wir haben einfach auch ein bisschen mehr mitgenommen, weil die Kunden sich nicht sicher waren, was alles daraus passieren, was alles genau gebaut werden soll aus dem ganzen Holz. Sie hatten sich bei uns im Showroom inspirieren lassen und fanden das alles ganz toll. Und ja, wir haben vor Ort auch gesagt, wir nehmen erstmal alles mit, sägen alles auf und dann schauen wir, was passiert. Und so konnten wir einfach auch die besten Stücke für die jeweiligen Sachen raussuchen. Wir bauen einen Tisch, und zwar einen, der aus zwei Bohlen gestoßen wird. Oft stößt man ja Bohlen oder verleimt sie parallel zueinander. Wir stoßen jetzt Hirnholz auf Hirnholz. Und damit das schick aussieht, nehmen wir dieses Reißverschlussverfahren, also diese Schwalben, so dass nachher die Verbindung so aussieht. Circa. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber ungefähr wird die nachher so aussehen, dass es formschlüssig ineinander greift. Und da kommt noch eine Glasscheibe rein. Ich habe gerade noch keine tragende Rolle, aber der Jeffrey wird hier gleich mit der Kreissäge mal das Stück abschneiden, was eh wegfällt, damit wir einen besseren Überblick haben, welches Teil denn nachher in dem Reißverschluss sozusagen drin liegt. Dann können wir die Platten nämlich gleich einmal übereinander legen. Und dann ist das von der Optik her besser zu sehen. Hier wird gerade am PC die Reißverschlussverbindung oder diese Schwalbenverbindung zeichnet. Also die Idee haben wir uns ein bisschen, wir haben uns da vom Shaper Hub, das ist also eine Plattform von unserer mobilen tragbaren CNC-Fräse, die nennt sich Shaper, das Wort wird vielleicht noch öfter fallen heute. Darüber können wir an diesen optischen Dominosteinchen, die da überall aufgeklebt werden, daran orientiert sich die Fräse und die wird von Hand geführt und dadurch können wir solche besonderen Holzverbindungen herstellen. Ja, jetzt werden die letzten Anpassungsarbeiten vorgenommen. Wir haben jetzt extra eine Schablone gemacht, um sicherzustellen, dass es nachher auch wirklich passt. Weil wenn es einmal zusammen ist, geht es halt nicht mehr auseinander. Und wenn Leim dran ist, ist eigentlich schon fast alles zu spät. Dann muss es laufen. Dann rede ich häufig auch vom Mannschaftssport bei der Tischlerei. Also die Grundidee dieses großen Tisches ist ja einfach, Menschen zu verbinden. Und das ist halt häufig auch so im Entstehungsprozess, so dass einfach auf mal zwei Mann fangen an oder einer fängt alleine an und nachher ist die ganze Werkstatt da zusammen. Also wir sind, glaube ich, gleich mit da, zwischendurch sind wir, glaube ich, mit 5 Leuten da dran, um das in der nötigen Zeit hinzuschaffen, weil der Leim hat einfach eine offene Zeit von einer halben Stunde. Das bedeutet, innerhalb von einer halben Stunde bildet er eine Haut und danach hat er nicht mehr die volle, ja, ich sag's mal ganz banal, Klebkraft. Wir wollen ja möglichst möglichst wirksame Verbindung schaffen und das ist, dafür müssen wir schnell sein. Wir haben uns für eine sichtbare Holzverbindung
entschieden, um einfach auch nochmal zu symbolisieren, dass man einfach zu diesem Holz eine Verbindung hat und auch, dass sich quasi jetzt den neuen Anforderungen ein bisschen anpasst, das Holz. Also wir haben quasi diese sichtbare Holzverbindung auch gewählt, da der Baumstamm nur 2,20 Meter war. Es war allerdings eine Tischlänge von 2,60 Meter bis 2,70 Meter gewünscht. Und die haben wir da auch vor der Abholung oder während der Abholung haben wir die in dem Wohnraum festgelegt, was optimal in den Raum passt und auch die Tiefe und Höhe wurde an den vorhandenen Stühlen festgelegt, um das möglichst perfekte Ergebnis zu erzielen. Auch möglichst doll zusammenzubekommen, werden jetzt auch noch mal über die ganze Länge Schraubzwingen angebaut. Ein bisschen auch eine kleine Challenge dabei war, dass der Tisch natürlich nicht nur in der Länge gestoßen wird, sondern auch in der Mitte einen durchgängigen Riss hat, wo es immer drohte auseinanderzureißen. Deshalb setzen wir da wirklich von allen Seiten Schraubzwingen an. Also ganz chefmäßig muss ich mir natürlich einen Überblick verschaffen und dafür eignet sich immer, ist es besonders praktisch, wenn man große Holzstapel in der Werkstatt stehen hat. Ziel der Übung ist, dass wir durch dieses gelbe Klebeband einfach die Umrandung der innenliegenden Glasscheibe sozusagen darstellen. Das Bild wird dann quasi mit einem Smartphone, was an die Decke geklemmt wird, mit verschiedenen Bildpunkten, da haben wir Maßpunkte gesetzt, um am Zeichenprogramm nachher zu erkennen, wie groß das wirklich ist und wirklich eine millimetergenaue Datei erstellen zu können. So einen Überblick haben. Und wir legen dann die Form fest. Also in der Mitte sieht man ja eine Wunde sagen, also das, wo das Holz ausgerissen ist und das war einfach ein bisschen doll. Wir wollten zwar die Risse offen lassen, aber auch so, dass man ihn auch tatsächlich benutzen kann. So, und jetzt dadurch kam die Idee mit der Glasscheibe. Das haben wir in letzter Zeit schon öfter gemacht und fanden das eigentlich ganz praktikabel. Und auch nach dem Verleimen wurde er nochmal plan gefräst, damit auch nachher die Glasscheibe möglichst glatt ist. Also möglichst glatt aufliegt. Dann zeigen Sie bitte auch das Einzige. Auf dieser Leiste skizziere ich gerade, wie wir das Metallgestell für die Unterseite machen, weil wir auch tiefe Löcher haben.
Wir haben, zwei Längs-, also Stahlrohre als Längsträger da drin, um einfach sicherzustellen, dass die Puzzleverbindung etwas gestützt wird, weil es kann sich natürlich jederzeit jemand auf den Tisch raufsetzen. Und wir wollen nicht, dass die Verbindung so leidet, dass er da eventuell sogar durchbrechen könnte. Deshalb haben wir uns ein H, also dieses Doppel-H sozusagen, oder ich weiß nicht, wie man es richtig nennt, also ein Langprofil mit vier Querträgern. Das auch, dient auch gleichzeitig der Aussteifung. Das Profil haben wir wieder für die Shape Origin gezeichnet, dann die Konturen gemacht und gleich sieht man, wie Mats und Jeffrey rausarbeiten, dass dieses Stahlprofil nachher bündig auf der Unterseite drin ist. Das wollen wir natürlich nicht unbedingt sehen. Zeitsprung. So passiert, ja, wir haben die Datei quasi gezeichnet, dann wurden die Umrandungen gefräst, es wurde die Oberfläche nochmal geschliffen und jetzt haben wir mittlerweile wurde die Glasscheibe geliefert und wird nun nochmal fein eingepasst. Auch wenn es millimetergenau ist, haben wir natürlich mit Holz zu tun, was auch sehr dick ist. Wir haben eine knapp 6 cm Materialstärke, das arbeitet natürlich immer noch ein bisschen und dadurch sind noch feine Anpassungsarbeiten notwendig. Das hat Mats aber sehr gut hingekriegt. Hose, bloß Hose. Sei bloß Hose. Ah. Ist auch wieder. Nein. Guter Geschmack. Ne? Wie rot? Ah, jetzt ist der in der Mitte hier. Oh, da muss ich das ja auch noch auflösen, Alter. Ich krieg hier noch einen Larry, du. Ja, wir müssen noch wieder ein bisschen zu dir, damit ich hier mit der Fräse vernünftig längs fahren kann. Ja? Alles klar. Mittlerweile sind auch die Stahlgestelle nochmal angekommen. Hier haben wir schwarz Pulver beschichten lassen auf Kundenwunsch. Der Pete kommt aus dem Metallbereich und wollte gerne auch irgendwie Stahl in den Tisch haben. Das haben wir natürlich einmal durch diese Versteifung und einmal durch das Stahlgestell. So haben wir da einfach auch einen schönen Kontrast zum Boden, dass das, also die Platte im Vordergrund ist. Das war uns wichtig, dass das nicht noch so ein mega verspieltes Gestell ist, was dem Tisch noch die Show stehlt. Da wir wieder November haben, kam auch die spontane Idee auf, noch ein Weihnachtsgeschenk aus der Baumscheiben erstellen zu lassen. Das heißt, die eine Scheibe ist gleich wieder mit einer Stämme zurückgefahren und wird jetzt ein Couch. Das ist quasi der Wurzelstock, aus dem auch die Wandbilder gemacht wurden. Also hier fing der Baum an, das ist jetzt über Kopf. Und hier oben war dieses wilde Wurzelwerk, was wir die Wandbilder gemacht haben. Ich bin einfach so runter marschiert. Das müssen wir nicht nur hier haben, sondern da und da haben.
der Baum zieht jetzt wieder zu Hause ein. Er hat zwar noch nie in dem Haus gewohnt, aber stand quasi in 100 Meter Entfernung. Und es passt einfach sensationell von der Farbe. Wir haben jetzt einfach natürliches Öl genommen, was einfach jetzt keine Pigmente hat. Das ist einfach genau der Ton, so wie er da gewachsen ist. Und das ist einfach wirklich ein Highlight für mich, dass wenn die Möbel wieder zu Hause einziehen, das Leuchten in den Augen der Kunden zu sehen. Und das ist quasi der schönste Lohn dafür. Einfach dieses, das sind viele, viele Stunden. Also ich hatte an dem Tag noch geguckt, wie viele WhatsApp-Nachrichten hinterhergeschickt wurden, um das wirklich die Details zu klären. Es waren an dem Tag vor der Lieferung bereits 140 Nachrichten, die hin und her geschickt wurden. Und das ist einfach auch einfach das, was es ausmacht, dass wir wirklich um jedes Detail einfach uns Gedanken machen. Und das ist auch diese Motivation, dieses Video zu produzieren und auch eigentlich noch ein paar weitere, wenn euch das gefällt, weil wir einfach mal ein bisschen sichtbar machen möchten, was da so hintersteckt. Also was für einfach für maschineller Aufwand, aber auch wie viel Liebe wir da reingeben, dass dann nachher solche Ergebnisse zustande kommen. Und ich möchte mich bedanken, dass du so bis hierhin geguckt hast. Und wir würden uns freuen, oder ich mich persönlich auch, wenn du unseren Kanal abonnierst und auch auf weitere Videos klickst und die auch gerne likest.